darf die Agnes Förster vorstellen. Sie ist Architektin und Stadtplanerin und hat an der RHTG Aachen den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung inne. Parallel dazu betreibst du ein Büro hier in München, das nennt sich Studio Stadt Region München. Du hast das ganze Thema des Prozessgestalten schon in deiner Dissertation zum Thema gemacht. Die nannte sich Planungsprozesse wirkvoller gestalten. Und für diese Arbeit hast du auch den Promotionspreis des Bundes der Freunde der Tugend erhalten, sowie den Hochschulpreis der Landeshauptstadt München. Mit deinem Büroteam gestaltest du hauptsächlich räumliche Prozesse, vom Quartier bis hin in den regionalen Maßstab. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, also ich freue mich hier zu sein. Vielleicht zwei Anmerkungen zu dem Input eben. Ich glaube, dass es nicht nur diese Leistungsphase 0 ist und 10 jetzt aus so einer Objektplanung heraus, die man verbinden muss, sondern es gibt ein großes Potenzial, diese Prozesse, die on the ground ablaufen, dieser Konkretisierung auch mit den Stadtplanungsprozessen zu verbinden. Also auch mit den, weil auch dort gibt es verschiedene Leistungsphasen und das ist auch nicht hermetisch getrennt, letztlich diese Baulandentwicklungsprozesse von der Realisierung. Ich glaube, da könnte ein großes Potenzial liegen. Und eine zweite Anmerkung ist das Geld, das man für Prozesse ausgibt. Und ich hatte mal einen fantastischen Vortrag von Herrn Grebe gehört, der also lautlos den Berliner Hauptbahnhof geplant hat, also nicht geplant hat, einfach der Projektleiterin zum Berliner Hauptbahnhof, damals noch der stellvertretende Projektleiter, und hat dann die Olympischen Spiele in London geleitet, die ja nicht so berühmt waren, weil die waren ja in der Zeit und im Budget und hat einfach gesagt, man muss einfach 1% der Projektsumme für den Prozess ausgeben. Und das ist eigentlich ein Risiko, sozusagen eine Risikominimierung. Also man muss Geld für Prozesse ausgeben und das kann man berechnen. Weil man kann ja den Schaden berechnen, den beispielsweise ein Baustopp auslöst oder der ausgelöst wird, wenn der Viktualienmarkt geschlossen werden muss aufgrund nicht mehr tragbarer hygienischer Verhältnisse. Und das kann man einsetzen, um die Prozesse zu gestalten. Also ich glaube, wir müssen wirklich über die Budgets anders nachdenken. So, und was ich jetzt mitgebracht habe, ist ein bisschen auch nochmal eine Distanz auf dieses Thema und eine Reflexion, die wir gerade betreiben, aus dem Büro in München, gemeinsam mit Christian Holl, Frei 04 Publizistik aus Stuttgart, haben wir einen Auftrag des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung, BBSR, mit dem verheißungsvollen Titel Baukultur Instant und der Fragestellung, ob schnelle Formen der Baukultur beitragen können zur Stadtentwicklung. Das möchte ich jetzt heute vorstellen und zur Diskussion stellen. Wir sind da mitten dabei und orientieren uns in dem Thema. Und ich gucke tatsächlich auch von nochmal einer anderen Perspektive, eigentlich aus der Perspektive von Planung. Und drei Modelle von Planung hier mal aufgerissen. Das haben wir gerade diskutiert in Aachen mit Kollegen. Früher dachte man, Planung ist dazu da, ein Problem zu lösen und eine Lösung zu implementieren. Das ist immer noch relevant, wenn wir das Mandat dazu haben und das Geld dazu haben. Das ist auch ein iterativer Prozess. Ja? Das ist ein wichtiger, relevanter Prozess. Dann haben wir gemerkt, wir haben es mit viel längerfristigen Transformationen zu tun, wo wir ein bisschen weiter in die Zukunft gucken müssen. Vielleicht eine Vision entwickeln. Das haben wir zum Beispiel hier in der TU München gemacht, als wir das Stadtlabor Nürnberger Weststadt bearbeitet haben. Da haben wir so Zukunftsvorstellungen entwickelt, wie soll denn so ein Quartier in 20 Jahren aussehen? Und wenn man das weiß, das Tolle ist, dann glaubt man, man könne eine Roadmap entwickeln. Eine Roadmap, die einen dann total absichtsvoll, gut ein bisschen lernen ist, eingebaut in diesen Prozess. Hier so kleine Rückkopplungsschleifen, aber man kommt dann in diese Zukunft, die besser ist. Jetzt haben wir natürlich diese Dringlichkeit des Themas Transformation immer noch vor uns. Und natürlich berührt einen das sehr, wenn wir dort jetzt auch sagen, auch dieses Alter, Sie haben es gesagt, das wäre dann was für die nächste Generation, ja, wenn dann Ihnen die Luft ausgeht zu gestalten. Mensch, wie jung müssen die Menschen sein, die für uns noch die Zukunft gestalten, jetzt Fridays for Future, weil wir es nicht hinbekommen.
Und das ist also diese Frage des dritten Planungsmodells. Wie können wir Wandel anstoßen, wo wir noch nicht einen Stadtratsbeschluss haben, eine Roadmap für 10 Jahre oder 20 Jahre zu entwickeln? Sind wir Planer, sozusagen brauchen wir diese Auftraggeber, die uns sagen, wir bestellen von euch den Wandel und dann haben wir ein Mandat, Wandel anzustoßen, oder? Haben wir es vielleicht auch mit inkrementellen Prozessen zu tun, die den Wandel hin zu einer übergeordneten Zielsetzung möglich machen? Ich glaube, so kann man auch diese ganzen Beiträge lesen, die heute ja total wundervoll präsentiert wurden, diese Lernprozesse, die wir anstoßen. Und es ist auch so, dass uns eben andere Disziplinen in der Diskussion über Transformation überholt haben. Es sind die Sozialwissenschaftler, die Klimaforscher, die schon seit 5 Jahren, 10 Jahren eigentlich Stadtplanung machen und von Transformation sprechen und dann Modelle entwickeln, wie das von Giels, zu dieser Multilevel-Perspektive, wo man dann eigentlich sagt, der Wandel kommt aus Nischen. Das ist ein total bekanntes Modell. Also ich bin jetzt einfach frech, ich nehme das, aber wenn Sie in einer Disziplin unterwegs sind, ist das wirklich state of the art, wirklich total bekannt. Also das Modell zeigt, der Wandel entsteht in Nischen, wenn in dieser Landscape, in dieser übergreifenden Entwicklung etwas unter Druck gerät, ein gewisses Unwohlsein entsteht, kommt der Wandel aus den Nischen und wird dann erst mittelfristig von diesem Mainstream, sage ich mal, von den Institutionen übernommen. Und das stellt für uns die Frage, was wir dann als Planer beitragen, wo wir zum Beispiel Auftragnehmer bleiben, weil so finanzieren sich die Büros und weil wir Auftraggeber sind, weil so funktioniert auch die Verwaltung, dass sie als Auftraggeber unterwegs ist. Und dann haben wir diskutiert, können wir nicht das so denken, dass es eigentlich um transformative Planungsmethoden geht, die Wandel anstoßen. Und ich fand das ganz schön, weil vorhin wurde ja schon sozusagen von dieser Methode gesprochen. Also es ist eigentlich eine Methode zur Stadtentwicklung. Und dann haben wir mal so ein Modell entwickelt, was dann Erfolgskriterien sind für transformative Planungsmethoden. Und zwar ist das eine, sehr abstrakt, aber vielleicht, ich versuche es zu erläutern. Wir wollen hier und jetzt etwas tun. Wir wollen ganz konkrete Schritte gehen. Okay. Hier und jetzt. Wir wollen aber diese Dinge vernetzt denken im Hinblick auf eine Wirkung, auf eine Verbesserung in einem komplexen System. Und wir können nur dann den Schritt gehen, wenn wir Menschen aktivieren, wenn wir Mitstreiter finden, auch jenseits der üblichen Verdächtigen. Ich sag mal, wenn Sie die Verkehrswende nur mit den Grünen in München machen können, dann können Sie auf die nächste Kommunalwahl hoffen, und das kann man hoffen, aber es ist nicht sicher. Wir müssen eigentlich auch die anderen Parteien, die anderen Denkenden gewinnen, von diesen ausgetretenen, fixierten Positionen abzuweichen. Also müssen eigentlich die anderen Parteien, die Andersdenkenden, die nicht unsere Peer Group sind, auch einbeziehen. Und außerdem glauben wir, und das ist dieses Bild, wir müssen räumlich einen Unterschied erlebbar machen. Wir können nicht eine Durststrecke haben von 20 Jahren, 10 Jahren Transformation und dann motiviert uns das bis zum Schluss, sondern wir müssen sichtbare Ergebnisse haben, die dann zeigen, dass es sich lohnt, weiterzugehen. Und das ist so ein bisschen dieser Kontext, in dem ich eben auch dieses Baukultur-Instant, was ich jetzt gleich erkläre, was in dem Fall auch einfach eine Auftragsarbeit ist. Da hat sich jemand in diesem Institut überlegt, das wäre mal irgendwie toll, das zu beforschen. So werde ich das einordnen. Also das sind diese Beispiele. Letztlich geht es um ähnliche Fragen, die heute aufgerissen wurden, mit einer Basisdefinition. Es geht darum, dass Raum als Medium eingesetzt wird, als Vehikel des Wandels. Also Raum ist ein Wandler. Es geht um Aktionen, Interventionen, Maßnahmen, die schnell entwickelt werden können und umgesetzt werden können. Also so um einen schnellen Interventionskörper der Stadtplanung, der Stadtentwicklung. Und es geht um einen Effekt. Einen Effekt, den man hat vielleicht in einer neuen Wertschätzung der Umwelt, seiner Mitmenschen, andere Aktivitäten und auch einen Effekt vielleicht auf diese mittel- bis langfristige Stadtentwicklung. Und dann etwas konkreter könnte man sagen, Baukultur instant, geht mit einfachen Mitteln, basiert auf schnellem Handeln,
kann schnell realisiert werden, vielleicht aber auch muss es schnell Wirkung zeigen. Vielleicht ist es spontan und experimentell oder besonders günstig, testbar und reversibel. Übrigens, reversibel ist mein wichtiges Argument, wenn man Veränderungen anstoßen möchte, dass man ist ja nicht auf Dauer, wir können da nochmal drüber reden. Dann haben wir gesagt, gut, das ist eigentlich, geht es um so eine Art Sprungfeder für die Stadtentwicklung. Also wenn man in einer Stadt, und das finde ich total toll, dieses sehr forschungsorientierte Seminar, was hier durchgeführt wurde, also dieses Inventar letztlich, oder dieser aktuelle Blick auch mit diesen Kriterien, die da entwickelt wurden, finde ich total spannend. Und letztlich ist sowas entstanden, eine Karte von München, wo sozusagen diese Sprungfedern aus diesen lokalen Aktivitäten auf irgendwie eine Veränderung von Stadt einzahlen. Das ist so die Idee. Und ich glaube, das hat eben ganz viel damit zu tun, was wir unter Raum verstehen und was wir unter Planung verstehen. Und wir sind ja oft beauftragt, als Planer von außen zu kommen und zu sagen, gut, ein System ist in einem mittelmäßigen Zustand, es sollte angepasst werden. Wir überlegen uns, wie lassen sich diese Dinge verbessern und wie sind wir dann vielleicht dieser Regisseur oder in einem Team von Regisseuren und Umsetzern, um diese Situationen, diese Räume mit den Menschen, mit den Funktionen zu verbessern. Aber man steht eigentlich außerhalb des Geschehens. Und es gibt eben auch andere Raumverständnisse, wo man sagt, Raum ist eine Handlung. Raum entsteht jeder prägt den Raum durch sein eigenes Handeln. Und es gibt auch Formen der Selbststeuerung und jeder plant seine eigene urbane Praxis. Und das hat ganz viel mit den Dingen zu tun, die hier gezeigt wurden. Und es gibt meines Erachtens auch noch eine dritte wichtige Ebene, das ist diese Frage, dass Raum über Bedeutungen verändert werden kann und dass Raum Träger von Bedeutung ist und dass natürlich über das, was wir im Raum tun, Bedeutungen entstehen, Wertschätzung in sich entwickeln kann und es letztlich ein kultureller Prozess ist, in dem sich Stadt entwickelt. Und das ist nochmal etwas vereinfacht dargestellt und je nachdem, was wir unter Raum verstehen, verstehen wir auch etwas anderes unter Planung. Wenn wir sagen, wir können Raum verändern durch Eingriffe, so das haben wir gelernt. Ja, wir greifen in den Raum ein, das ist eben dieses, man versucht es von außen zu verbessern. Man kann aber auch selber aktiv werden, das war jetzt ja die Aufforderung an das Büro Bauchplan, selber zu so einem, auf diese mittlere Stufe zu gehen und selber was zu tun. Oder eben Raum verändert sich in diesem kulturellen, durch einen kulturellen Prozess. Und das ist ja der Grund, wieso man dann sich eben auch gerade diese, eher aus so dem Kunst- und Kulturbetrieb oder aus diesem Bereich und diese Interventionen in der Stadt, wieso die uns berühren, weil natürlich die Stadt uns auch als Kulturleistung berührt. Und wir gucken uns jetzt in diesem Projekt Baukultur Instanz solche, also diesem Forschungsprojekt, eigentlich diese Aktivitäten an, diese, was, wie kann man schnell was verändern, und zwar aber aus der Brille nicht der Macher, das könnten wir uns gar nicht anmaßen, sondern wir gucken von außen, kann man das irgendwie für Stadtentwicklung nutzbar machen? Ja? Das ist eine andere Sicht, weil ich glaube, da drinnen gibt es schon viele Fragen und da glaube ich nicht, dass man in so einer kleinen einjährigen Forschungsprojekt da als Außenstehende wirklich so viel sagen kann. Also wir fragen uns, kann man von diesem Erfahrungsschatz, dieser schnellen Veränderungen, etwas sagen für diejenigen, die entscheiden, die das begleiten, die das entwickeln, die planen. Ja, und dann haben wir so ein Modell entwickelt, wie eigentlich diese Interventionen aus so einem Pool von Bausteinen und Modi der Intervention auf einen fruchtbaren Boden fallen, auch bestimmte Akteurskonstellationen und Ressourcen brauchen und wie die dann zu richtigen Spielzügen entwickelt werden können, um Stadt zu verändern. Und wir suchen auch noch nach, es ist noch hier halb in der Entwicklung, vielleicht kommt da auch ein Spiel raus in diesem Forschungsprojekt, das Angebote macht, neu darüber nachzudenken, solche schnellen Dinge einzubauen. Was aber natürlich klar ist, dass wir, wenn wir so etwas nutzen wollen, wenn wir darüber nachdenken müssen, was eigentlich diese Räume sind als Ausgangspunkt für die Veränderung. Denn was wir merken, ist ja, dass da ein unglaubliches Gespür auch drin ist, welche Räume überhaupt veränderbar sind, welche auch eine Bedeutung haben, wenn man sie verändert. Und ich denke, wir haben da so ein bisschen ein Brainstorming gemacht. Ist es eher der Kontrast als Stilmittel? Ist es die Prägnanz? Ganz viel hat dieses Thema Prägnanz, Präsenz, Deutlichkeit. Sind es die Hotspots? Ja, sind es die Räume, die schon eine Wahrnehmung haben? Oder sind es die Räume, die eher noch keine Wahrnehmung haben?
sind es Räume, die wirklich so eine Unmittelbarkeit entfalten können, so eine Selbstwirksamkeit, wo man auch eine Resonanz erfährt, also wo man erleben kann, wie das ist, wenn man selber was macht. Oder sind es Räume, die eine Transformationsgeschichte erzählen? Also da suchen wir so ein bisschen nach, wie ich sag mal, nach so relevanten Ausgangspunkten, aus denen sich eben solche Geschichten entwickeln lassen. Und dann haben wir gemerkt, wir haben dann so eine Longliste auch erstellt von bis, also ich glaube so 100 verschiedene Projekte, die es ja auch gibt. Also es ist eigentlich gar nicht abschließend zu definieren. Wir haben nur gemerkt, es gibt eigentlich wie so Bausteine und es gibt Modi der Intervention. Die Bausteine sind ein bisschen kleinteiliger. Man kann zum Beispiel physisch etwas machen, materielle Dinge tun. Man kann aber auch auf der performativen Ebene arbeiten, also Wege des Machens und Produzierens, der Weg auch ein Stück weit als Ziel. Man kann kommunikative Elemente integrieren und auch nutzungsorientiert arbeiten. Also eher das Thema, was bietet man für neue Nutzungen an. Und dann haben wir in der Clusterung von Projekten so verschiedene Modi der Intervention erkannt. Also sagen, es gibt einen Unterschied, ob man eher sagt, man arbeitet auf der Ebene von Wahrnehmen, Aufmerksam machen, Informieren, oder arbeitet man auf einer Ebene Aufschließen, Neu nutzen und Bespielen, oder versucht man vielleicht Rahmen und Regeln zu verändern. Das sind doch unterschiedliche Arten, die durchaus auch kombiniert werden können, aber so könnte man das vielleicht etwas stärker gliedern, das Feld. Und wenn man dann auf diese Bausteine geht, wäre mal spannend, das jetzt einfach der Projekte, die da sind, mal das Inventar zu machen, also es ist das Stadtmobiliar, die temporäre Infrastruktur, die Fassadengestaltung, die Pinselsanierung, die Oberflächen. Sind es dann, was sind so diese nutzungsorientierten Geschichten, was ist dann auf der performativen Ebene das, was man anbieten kann und wie kann man kommunikative Dinge tun? Und der Witz ist eigentlich, dass diese Modi der Intervention oft so Dinge kombinieren. Also ich meine, man hat ja dann auch einen gewissen Erfahrungsschatz, so als Büro, als jemand, der jetzt schon das sechste Projekt hat, da habt ihr jetzt auch einen Erfahrungsschatz, was wie zusammen funktioniert. Und ich möchte ganz kurz ein paar wenige dieser Dinge zeigen, also dass wenn man dann über diese Modi der Intervention spricht, dass man das natürlich auch etwas stärker gliedern kann, ob man vielleicht eher von Zeichen oder Signalen im Raum spricht oder so Instrumenten und Vehikeln der Raumwahrnehmung, also diese größeren Blöcke lassen sich auch etwas gliedern, oder ob man, wenn man aufschließen, neu nutzen und bespielen, von Erdgeschossen spricht oder von ganzen Häusern, oder auch von alternativen Nutzungs- und Betreiberkonzepten, auch als Gegenmodell zu vielleicht eher marktgetriebenen Angeboten. Oder einander begegnen, mitmachen, teilen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ebene. Da gibt es natürlich so verschiedene Ansätze, ob das jetzt diese Do-it-yourself-Stadt ist oder das gemeinsame Gärtnern, diesen Raum, den man gemeinsam pflegt vielleicht auch und den man gemeinsam nutzt. Oder, und das finden wir, glaube ich, ganz wichtig, dieses Rahmen und Regeln auf Zeit verändern. Das ist auch die Sendlinger Straße wieder dabei. Das hat natürlich, da kann man natürlich einen großen Hebel haben, wenn man diesen Versuchen und Tests und auch dieser Nutzersteuerung, was man ja auch Nudging nennen kann, oder auch dieser Pop-Up-Infrastruktur. Deshalb haben wir uns da ein bisschen Konturen gegeben. Und ich glaube, das Interessante ist dieses Versprechen, dass man über diese schnell realisierten, nutzbaren Interventionen auch unmittelbare Effekte hat. Und wir haben das mal hier so ein bisschen auch aufgezeigt. Was sind das für Effekte, wenn man Verhaltensweisen ändert, Wissen generiert über den Raum, also über den Dialog, den man natürlich am Viktualienmarkt führt, wird Wissen über den Raum entwickelt und geteilt. Oder ist es eben dieses Erleben von Gemeinschaft, von Miteinander, das natürlich die Menschen vor Ort einfach anders befähigt, vielleicht sich auch ihren Raum anzueignen, sie da irgendwie auch anders beheimatet sind. Oder ist es so, dass man tatsächlich solche Veränderungen im Raum spürbar macht? Das sind doch so ein Bündel von Wirkungen, die auch miteinander verknüpft sind. Und dann, das ist jetzt so ein bisschen die letzte Ebene, auf die ich gehe, und ich denke, die sollten wir vielleicht auch. Die ist wichtig zu diskutieren. Wie kann das jetzt aber Anschluss finden an die Stadtentwicklung? Und das sind unsere Skizzen dazu. Wir haben da jetzt mal 7 verschiedene Anschlussstellen entwickelt. Ich habe mir jetzt aber gerade eine 8. aufgeschrieben, da komme ich dann später drauf. Also, es kann zum Beispiel sein, dass der Stern, das ist jetzt hier so ein bisschen aus dem Workshop im Büro, und dieser Stern ist sozusagen diese Baukultur Instant, die kann absichtsvoll in einen größeren Planungsprozess eingebaut sein.
Das kann sehr viel Sinn machen, aber ich denke, darüber sollten wir auch stärker nachdenken. Es kann aber auch sein, dass es auf Dinge einzahlt, die übergeordnete Planungskonzepte sind. Wenn wir über Mobimog sprechen, über das neue, den neuen Verkehrsentwicklungsplan, dann ist das ein strategisches Instrument der Stadtentwicklung. Und vor Ort Versuche, Tests, Summer Streets können natürlich auf diesen Wunsch nach einer Verkehrswende einzahlen. Ja. Es kann aber auch sein, dass wir eigentlich über diese Frage von Pilot und Verstetigung, Test, Verstetigung und Pilot sprechen. Also es gibt da ein bisschen unterschiedliche Ebenen, wie das in Stadtentwicklung eingebunden werden kann. Es kann auch sein, dass diese Dinge einfach ein Seismograf sind für Dinge, wo man Probleme sieht, dass man Probleme auch neu definiert. Also dass man auf Dinge aufmerksam macht, die neu wahrgenommen werden müssen. Schließlich, das ist, glaube ich, auch etwas, was relativ greifbar ist, dass man sagt, das ist wie so ein Vorreiter, der dann noch skaliert wird. Das kann in einem Haus sein, wenn man erst das Erdgeschoss nutzt und dann das ganze Haus übernimmt oder wenn man in einem Quartier erst so was Kleines macht und dann eigentlich versucht, einen Impuls zu setzen für die größere Entwicklung auf dem Areal. Und schließlich glaube ich, dass es ganz viel auch mit sozialräumlicher Entwicklung zu tun hat, also mit der Frage, wie man Menschen vor Ort befähigt. Das hat zum Beispiel auch eine starke Schnittstelle zum Themen der sozialen Stadt oder auch zu Themen einer sich verdichtenden Stadt. Kennt man noch seine neuen Nachbarn? Und wie kriegt man Akzeptanz für, ich sage jetzt nicht Nachverdichtung, gesagt, aber also für eine dennoch irgendwie, auch wenn wir es wollen oder nicht wollen, die dichter werdende Stadt. Und ich denke, es ist auch etwas, wo im Raum da draußen, weil das ist ja die Grundidee von diesem Baukulturinstanz, dass man eben über den Raum selber aktiv werden kann, nicht über die Moderationskarte oder das Video oder das Journal, sondern im Raum man durchaus auch einen Beitrag zur Demokratie leistet, zu dieser Frage, wie wir auch Konflikte vielleicht managen können und in einen vernünftigen Diskurs kommen, auch mit den Menschen, die eben jenseits der üblichen Verdächtigen nicht in diese geladenen Veranstaltungen kommen. Vielen Dank. Ich würde jetzt nur auf ganz konkrete Verständnisfragen eingehen, weil ansonsten bauen wir um und haben danach Zeit während der Podiumsdiskussion. Gibt es ganz konkret? Ich wüsste gerne den 8. Punkt. Ja, und zwar war das diese Anregung, dass sich die Nutzungen erst entwickeln im Prozess. Also, dass man eben Kultur nicht hinplanen kann, dass man Kreativwirtschaft nicht hinplanen kann, dass man auch Ökonomie nicht hinplanen kann und dass das natürlich eine ganz andere Frage ist, auch der Verstetigung. Das war Ihr Beitrag.